Herzlich willkommen zu BayernDoc, dem Podcast des Bayerischen Hausärzteverbandes. Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zum ersten Podcast des Bayerischen Hausärzteverbandes. Mein Name ist Dr. Wolfgang Ritter, ich bin Vorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes und ich darf heute und freue mich sehr ganz herzlich begrüßen den Vorsitzenden des Hausärzten- und Hausärzteverbandes, Dr. Markus Bayer. Markus, ich freue mich, dass du da bist. Grüß dich. Ja, grüß dich, Wolfi. Ich freue mich auch, bei der Premiere dabei zu sein. Wir haben ja ein ganz spannendes Thema, so ein bisschen Hintergrund, was soll denn dieser Podcast? Der Bayerische Hausärzteverband und der Hausärzte- und Hausärzteverband steht natürlich für die ambulante hausärztliche Versorgung und nicht nur für die bestehende, sondern auch wie die zukünftige Versorgung aussehen soll. Wir wissen alle, dass wir eine älter werdende Gesellschaft haben, die uns vor Herausforderungen stellt, sowohl in der Versorgung, auch finanziell. Es gibt politische Ansätze, in zumindest Entwurfsform, die ja von uns nicht immer ganz positiv gesehen werden. So ein bisschen Stichwort, die Politik stellt sich ja vor, diesen Mangel mit anderen Versorgungsformen zu substituieren, was nach unserer Meinung ja ein bisschen zu einer Fraktionierung führen wird. Wir wissen dieses große Thema Krankenhausreform, also medizinische Versorgung wird neu gedacht. Und ein großer Kritikpunkt von uns war ja, dass die Hausärzte und Hausärzte in diesen ganzen Überlegungen gar nicht vorkommen. Und daraufhin hast du ja gefordert, dass es anders werden muss. Was hast du gefordert? Ja, also wir hatten in unserer Protestkampagne Hashtag diese Praxis würde fehlen, gemeinsam, alle zusammen, 1300 im Dezember einen Krisengipfel gefordert mit dem Minister, mit den führenden Akteuren aus KV, Kammer und Krankenkassenwelt. Und dieser hat am 9. Januar auch stattgefunden. Und das war schon mal an sich ein wichtiges Zeichen, weil wir zu Recht alle in unseren Teams, in unseren Vorständen gespürt haben, dass der Frust von Tag zu Tag gestiegen ist, dass über stationäre Versorgung, über Substitution, du hast es gesagt, geredet wird, nachgedacht wird, Bilder entworfen werden. Und wir, die wir die Kohlen aus dem Feuer holen, jeden Tag mit unseren Teams, kommen nicht vor in der Planung. Das ist nicht nur eine Missachtung, sondern es ist auch total absurd, weil wir ja wirklich die Grundlage des Gesundheitssystems sind. Das haben wir in der Pandemie bewiesen, das beweisen wir jeden Tag. Und darum war schon alleine das Stattfinden dieses Gipfels ein wichtiges und richtiges Zeichen, dass endlich auch mit uns die Zukunft des Gesundheitssystems geplant wird. So ein bisschen hat mir auch das Gefühl, dass dieses Medialvorkommen des Mangels oder der bedrohten Versorgung ja auch ein bisschen geholfen hat, diesen Gipfel zu initiieren. Jetzt wart ihr auf dem Gipfel vor Ort. Hat denn der Minister Lauterbach wirklich verstanden, dass viele Praxen auf dem Zahnfleisch gehen und dass die flächendeckende Versorgung akut gefährdet ist? Also wir hatten sowohl in Vorgesprächen als auch in dem Gipfel selber schon das Gefühl, dass da ein tiefgreifendes, auch systemisches Verständnis und individuelles Verständnis für die hausärztlichen Praxen da ist. Sonst wären die Worte und auch die Vorschläge nicht so klar ausgefallen. Die mahnende Komponente kommt aber gleich, weil, wie gesagt, von einem Gipfel, von einem Eckpunktepapier, von Vorschlägen kann sich natürlich eine Praxis, ein Praxisteam nichts abschneiden. Das ist der erste Schritt. Es sind ganz viele richtige Schritte gestern diskutiert worden. Jetzt muss dann auch die Umsetzung zeitnah alles eigentlich in der ersten Hälfte dieses Jahres erfolgen. Magst du mal vielleicht kurz unseren Hörerinnen und Hörern kurz ein paar Themen rausgreifen, was so gestern als Ergebnis so rauskam, was wir denken in der hausärztlichen Versorgung uns wirklich stützen könnte? Also ich denke eben, da spielt natürlich Struktur eine Rolle, da spielt schon die Honorierung der Praxen natürlich eine Rolle, was da rauskam. Also was schon angekommen ist, und ich glaube, das haben viele auch, ich danke allen Rückmeldungen, die ich auch gerade aus Bayern bekommen habe, jetzt schon im Nachgang dieses Gipfels, die sich sehr positiv geäußert haben, weil sie sich zum ersten Mal verstanden und auch gesehen gefühlt haben zur besten Sendezeit. Aber was, denke ich, gestern schon klar geworden ist, dass wir aus einem System, das in Quartalen denkt, das ganz stark plausibilisiert über Arzt-Patient-Kontakte. Das heißt,
Wir müssen immer bei chronisch Erkrankten nachweisen. 2-3 Mal müssen die kommen im Quartal. Wir können keine längeren Verordnungen ausstellen wegen Regressen, wegen diesen Chronikerpauschalen, weil wir sonst wirtschaftlich gegen die Wand fahren und so. Dieser Teufelskreis, in dem wir uns seit Jahren bewegen, dass wir immer mehr Kranke haben, immer mehr Patientinnen und Patienten haben, aber die auch immer, immer häufiger sehen müssen, egal ob das nötig ist oder nicht. Dieser Teufelskreis wurde jetzt zumindest in der Erkenntnis und in der Niederschrift zum ersten Mal durchbrochen, indem anerkannt wurde, es muss auch eine Jahrespauschale geben, es muss Vorhaltepauschalen geben dafür, dass es uns alle gibt in den Praxen und es müssen auch die Praxen nochmal zusätzlich gefördert werden, die die hausärztliche Versorgung mit Hausbesuchen, mit Gesprächen, mit Palliativ-Geriatrie sicherstellen. So, also sind drei wichtige Elemente, die wir für die Zukunft der Praxen für essentiell sehen, zum ersten Mal adressiert, niedergeschrieben und auch vor aller Öffentlichkeit zur besten Sendezeit dargestellt worden. Wir haben natürlich dann, wir sind ja beide viel in Vertragsverhandlungen auch mit den Krankenkassen unterwegs. Im Augenblick ist ja oftmals so die Systematik der Krankenkasse, dass sie Leistungen nur bezahlen wollen, die sie auch kontrollen können. Das heißt, da wo wir hingehen mit diesem pauschalisierten System, ist sicherlich eine neue Denke, wo wir auch die Kassen noch überzeugen müssen. Aber ich denke, was man ganz auch wichtig zukünftig verstehen muss, wenn wir jetzt zum Beispiel über Telemedizin reden, die Versorgung der Zukunft wird anders aussehen. Also es wird einen großen Anteil von Patienten und Patienten geben, die digital unterwegs sind, die sehr viel über Apps oder sonstige Sachen in der Versorgung praktisch an Leistungen in Anspruch nehmen wollen. Und wenn die, wie jetzt in der alten Systematik eben ist, die nicht mehr in die Praxis kommen, dann würden wir massiv Honorar verlieren. Ich denke, auch in dem Hintergrund ist es ganz wichtig, in diese neue Systematik eben weiterzugehen. Ja, das ist völlig richtig. Ich bin auch gespannt, wie sich die Selbstverwaltung jetzt da verhält. Und das weitere Positive gestern war natürlich, dass es auch nochmal ein Bekenntnis des Ministeriums und des Ministers zur haushaltszentrierten Versorgung war. Da ist die Evidenz da, dass das funktioniert. Da haben wir ein Einschreibesystem. Also das lässt sich eigentlich ganz einfach in der haushaltszentrierten Versorgung auch umsetzen. Und Wolfi, du bist auch immer mit dabei. Wir kämpfen da zusammen. Ich glaube, die Kassen können mit einem schnellen Bekenntnis noch mehr in haushaltszentrierte Versorgung gehen, hier auch dem Gesetzgeber Dinge vorwegnehmen, mit uns zusammen gestalten. Dieser Podcast darf auch eine Einladung sein, an die Kassen mal schneller zu sein als die Politik. Die klagen ja auch oft, dass sie von Regulierungen in ihrer Selbstverwaltung gestört werden. Mit uns haben sie die Möglichkeit, in der HZV auch selber mitzugestalten. Das BMG hat ja begleitend gestern schon so ein Papier veröffentlicht mit Inhalten von dem Krisengipfel. Mir ist aufgefallen, dass dieser wichtige Punkt, den Lauterbach auch mehrmals genannt hat, also Bonifizierung der haushaltszentrierten Versorgung und freiwilliges Primärsystem, das er als überlegene Versorgungsstruktur genannt hat, die man unbedingt stärken muss, dass die in dem Papier jetzt eigentlich noch nicht verschriftelt ist. Aber ich glaube, ihr habt ausgemacht, dass da nochmal nachgearbeitet wird. Ja, also es gab dreimal die Bestätigung, auch in der Pressekonferenz, dass da nachgearbeitet wird. Ja, die Erklärung war, dass die genaue Formulierung, an welcher Stelle diese Bonifizierung stattfindet und wie das rechtlich umgesetzt wird, noch nicht ganz geklärt ist. Wir werden ihn da aber auch ehrlich gesagt nicht auslassen, weil das ist natürlich für uns essentiell. Das ist ja ein funktionierendes System, in dem deutschlandweit fast 9 Millionen Menschen eingeschrieben sind, die sich koordiniert, strukturiert von uns steuern lassen. Da werden wir ja sicher noch kommen, wie wichtig diese koordinierte und strukturierte Steuerung ist. Und deshalb muss möglichst schnell die haushaltszentrierte Versorgung auch weiter ausgebaut werden. Ja, super. Lass uns mal ein paar Themen vielleicht noch näher beleuchten. Lauterbach spricht immer wahnsinnig gern von Qualität, also sowohl in der Krankenhausreform. Gestern hat er es jetzt auch bezüglich ambulanter Versorgung gebracht, dass die Reform, die er schon lange plant, wir sind ja froh, dass es jetzt mal zu diesem Gipfel kam, aber teilweise sind natürlich die Themen, die wir besetzen, auch mit eingeflossen in dieses Wording jetzt.
Aber dieses Thema Qualität benutzt er gern. Gleichzeitig wird aber immer noch so ein bisschen auch so ein Abgesang auf das deutsche Gesundheitssystem gesungen, im Sinne von, wir wären zu teuer und hätten eben keine Qualität. Ist es denn aus deiner Sicht so, dass unsere Versorgung schlechter ist als in anderen europäischen Ländern? Also das Problem ist ja so ein bisschen das Erzeugen von Bildern, die nicht differenziert genug sind. Und da hat mich gestern in der Pressekonferenz, immer so gerne PK genannt, in der PK schon gefreut, dass er da ein bisschen zurückgegangen ist und gesagt hat, die ambulante Versorgung, auch die hausärztliche ambulante Versorgung, ist in Deutschland von einer sehr hohen Qualität gezeichnet und deshalb braucht es eben auch den Erhalt und die Stärkung durch diese Maßnahmen. Aber wenn wir jetzt ins Detail gehen und mal internationalen Vergleich uns anschauen, es gibt eine ganz interessante große Registerstudie aus Dänemark, die haben analysiert, wie sieht es bei den chronisch Erkrankten aus, wann haben die besonders gute Behandlung, wann haben die auch einen Überlebensvorteil. Und da kamen ähnliche Ergebnisse raus wie bei der HZV-Evaluation in Baden-Württemberg, nämlich dass, wenn es eine hausärztliche Bindung gibt und auch eine koordinierte Steuerung, dann haben die sogar einen Überlebensvorteil, kriegen weniger inadäquate Medikation. So. Und das sind Qualitätsmarker. Da müssen wir schon selbstkritisch als Gesamtsystem sagen, dass einfach in einem Land, wo jeder jeden Tag zu mehreren Ärztinnen und Ärzten gehen kann, sich alles Mögliche verschreiben lassen, dass in diesem ungeregelten System ja schon in sich angelegt ist, dass es da Qualitätsprobleme gibt. Und von daher ist es kein Angriff, wenn sowas adressiert wird, aus unserer Sicht an einzelne Praxen, an einzelne Kolleginnen und Kollegen, sondern wir gehen einfach mit unseren Ressourcen nicht effektiv genug um. An was könnte man denn sonst noch eine gute Versorgung messen? Ich denke, wir tun im Augenblick in unserem deutschen System noch zu wenig den Patienten da ins Zentrum stellen. Also Stichworte Patientenzufriedenheit, kontinuierliche Behandlung von chronischen Erkrankungen. Wie beurteilt der Patient denn seine Versorgung? Ich glaube, solche Marker werden zukünftig wichtig werden. Wie siehst du das? Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, wir müssen die Patientinnen und Patienten da auch stärker in die Behandlung einbinden durch Neudeutsch Patienten-Reported Outcomes, also dass Patientinnen und Patienten standardisiert auch Rückmeldungen geben, wie es ihnen mit ihrer Erkrankung geht, mit der Behandlung. Das macht uns die Arbeit einfacher, das macht die Behandlung besser und wir schaffen auch die Möglichkeiten zu messen, wie gut wir mit den Patientinnen und Patienten umgehen. Weil wir kennen ja diese Diskussions aus der Vergangenheit, Pay for Performance. Ja, was haben wir davon, was haben die Patientinnen davon, wenn, es gab ja absurde Dinge, wie je besser der Blutdruck wird, desto mehr bekommt man bezahlt. Wer hausärztlich wirklich arbeitet und nicht nur am grünen Tisch schwadroniert, der weiß, dass das natürlich total absurd ist. Das Risiko, die Selbstverschuldung des Patienten wird da vollkommen außer Acht gelassen. Das Risiko liegt ja dann nur noch auf den Versorgern. Das liegt nur noch auf den Versorgern. Dann wird hier und da geschummelt, dann die Patienten, die keine Adhärenz haben, die werden dann aussortiert und so weiter und so fort. Also das ist ein in sich auch unmenschliches System, weil wir ja von der Bindung leben, die Menschen dort abholen, wo sie sind und mit ihnen zusammen das Beste rausholen. Und von daher ist das, was du gesagt hast, total wichtig, dass wir uns viel mehr auch angewöhnt, strukturiert angeboten, die Patientinnen und Patienten abzuholen, wo sie sind. Und dadurch wird die Behandlung auch besser und das ist aber oft nicht in irgendwelchen Absolutzahlen zu ermitteln. Wobei hier kurz, es gibt eine aktuelle OECD-Studie von 2023, da sind so Marker im europäischen Vergleich, eben wie viel Zeit nehmen sich die Ärzte und Ärzte für ihre Patienten und wie gut sind die Patienten in die Entscheidung der Behandlung mit eingebunden. Und da ist Deutschland in beiden Erhebungen über dem OECD-Durchschnitt. Also nochmal da dieser Abgesang auf unser System, es wäre zu teuer und die Patienten leben nicht länger. Ich glaube, wie du sagst, man muss es differenzieren.
differenziert betrachten, weil wollen denn die Patienten wie in skandinavischen Ländern in einem System leben, wo sie komplett durchgesteuert werden, keine Selbstentscheidung haben und zum Beispiel Monate oder Jahre lang auf irgendwelche Eingriffe warten müssen? Also das ist ja auch ein Marker von guter Versorgung. Ich denke, da wollen wir nicht hin und auch unsere Patienten und Patienten nicht. Schwenkt man noch mal ein bisschen rüber zum Gipfel. Vor dem Gipfel wurde medial ja eigentlich im Vordergrund das Honorar gestellt. Und Lauterbach selber hat ja auch so ein bisschen eine Neiddebatte aufgemacht. Die Ärzte und Ärztinnen würden so gut verdienen und auch im europäischen Vergleich besser als überall anders, außer in der Schweiz. Wie kommen solche Aussagen bei dir an? Also diese ganze Finanzdebatte, da muss ich ganz ehrlich sagen, zum einen, wenn ich einen schlechten Tag habe, kriege ich so richtig Blutdruck, wie die Kolleginnen und Kollegen auch. Wenn ich einen guten Tag habe, dann ist das Ganze nur absurd und man muss auch fast lachen. Also ich kriege ja diese Fragen nicht nur im politischen Kontext, mit der Presse ist es ganz oft ein Thema. Lustig ist schon mal allein, dass die Gewinnzahl oder die Umsatzzahl, es wird ja schon mal wild durcheinander gewürfelt. Dann geht es um Praxisgewinn, dann geht es um Einzelgewinn. Jedes Mal hört man eine andere Zahl. Also es wird da auch da wieder mit Bildern gearbeitet, dass es darum gehen würde, wir würden uns sicher den zweiten Porsche leisten und so. Ich konnte eigentlich dann schon auch immer damit, was ich selber erlebe. Und da muss man ganz klar sagen, nach der Pandemie, wo wir auch versucht haben, unsere Teams zusammenzuhalten, besser zu bezahlen. Wir haben einen wahnsinnigen Druck, du weißt das selber, von den Kliniken, von den Krankenkassen selber, die besser bezahlen können, ist jetzt nach der Pandemie der wirtschaftliche Druck in den hausärztlichen Praxen, für die können wir ja nur sprechen, enorm gestiegen. Da gibt es wirklich auch einfach Probleme und kaum Land in Sicht. Und deshalb muss ich an der Honorar da auch noch mal was tun. Das ist aber auch gestern adressiert worden in der PK, dass gesagt wurde, wer jetzt in hausärztliche Versorgung investiert, der macht den Beruf attraktiv. Und dann haben wir auch als Grundlage des Gesundheitssystems eine Zukunft. Mich treibt da echt um, weil ich glaube, die hat die Politik gar nicht auf dem Schirm. Diejenigen, die sich neu niederlassen in Praxen, ich habe davon jetzt mit mehreren jungen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die teilweise mit Tränen in den Augen wirklich um ihre Existenz jetzt kämpfen, weil sie sagen, meine Praxis, ich habe die jetzt seit 1, 2, 3 Jahren und sie läuft nicht wirtschaftlich, weil der Druck so groß wird, die Personalkosten sind so explodiert, alles außenrum und ich schaffe es einfach nicht, die Praxis praktisch in die grünen Zahlen zu bekommen. Also ich meine, das muss man auch sehen. Das ist nicht nur, dass wir jetzt vom hohen Niveau klagen und, wie du sagst, uns den zweiten Porsche kaufen wollen, sondern da geht es ja wirklich um die Versorgung in der Zukunft. Und wenn die Jungs nicht schaffen, die Praxen rentabel praktisch auf die Straße zu bringen, dann werden die sich auch nicht niederlassen. Also da möchte ja eigentlich die Politik mit hin, dass sie Versorgung für die Bevölkerung aufrechterhält. Ich meine, das hat mich wirklich geschockt, wo ich das gehört habe, wo ich mit den Jungen gesprochen habe, die da wirklich kämpfen. Und da muss man auch sagen, da muss noch viel mehr passieren als das, was gestern angekündigt wurde. Da sind auch die Länder in der Pflicht. Ich sehe es wirklich in der jetzigen Situation als nicht ausreichend, dass es nur Fördermaßnahmen in unterversorgten oder drohend unterversorgten Regionen gibt, sondern in diesem Zeitalter von Digitalisierung, wo Praxen gut ausgestattet sein müssen, wo man ein Team finanzieren muss, da muss es auch eigentlich für echte hausärztliche Versorgungspraxen eine grundsätzliche Anschubfinanzierung für die Jungen geben, damit die nicht schon nach 2 Jahren, wie du sagst, da völlig am Ende sind. Weil was ist die Konsequenz? Wir werden immer mehr MVZ-Anbieter haben, Anstellungen haben und diese richtig gute Beziehungsmedizin, Hausarztmedizin, die funktioniert aber in dem freiberuflichen Kontext viel besser als in einem dann doch abstrakteren, distanzierteren, anonymeren Angestelltenverhältnis. Nochmal dieses freiberuflich aufgegriffen. Ich glaube, dass das eben ganz wichtig ist, dieses System der freiberuflichen, selbstständigen Praxen. Ich glaube, dass das ein
großes Gut ist, das wir in der Versorgung haben, die viel Flexibilität in der Versorgung und viel Qualität darstellt auf der Straße. Vor Jahren, wenn ich in Interviews von Praxen als kleinen Betrieben gesprochen habe, waren die Reporter und Reporter immer total entsetzt. Wie kann es sein, dass wir über Geld sprechen in Praxen? Da muss es doch nur um Versorgung gehen. Aber muss ich da mal ehrlich machen, wir sind kleine Betriebe, wir müssen Personal bezahlen, wir haben hohe Honorarabschlüsse, wir haben steigende Personalkosten. Also ich glaube, das ist schon ein Thema, wo man sich auch ein bisschen ehrlich machen muss. Und es liegt aber auch eine Stärke in diesem System. Schauen wir jetzt den Blick nach England, wo das System staatlich finanziert ist. Wir kriegen da die Meldung, dass der NHS am Boden liegt, weil da einfach die Gelder vom Staat, weil es dem nicht gut geht, nicht freigemacht werden. Also ich denke, in so ein System wollen wir ja nicht hin. Ach, überhaupt nicht. Also wer sich mit dem Begriff, ich nutze es gerne und ich finde das auch ein super Format, dass man mal länger als 2 Minuten Zeit hat zu reden, wer sich mit dem Konzept von Antifragilität auseinandersetzt, also was macht Gesellschaften und auch Systeme dauerhaft stabil, da geht es immer darum, dass es kleine Einheiten gibt, die ein System tragen. Und das sind unsere Praxen, egal ob Einzelpraxen, BAGs, hausärztlich geführte MVZs, wir sind viele und haben aber ein gemeinsames Interesse, unsere Patientinnen und Patienten und unsere Teams gut am Leben zu halten, das macht ein System viel widerstandsfähiger. Ich will nicht jedes Mal die Pandemie bedienen, aber das hat das gezeigt. Die ganzen staatlichen oder klinikzentrierten Systeme oder Großsysteme, die haben alle schlechter abgeschnitten als die kleinen Praxen, die total flexibel Patientinnen und Patienten von den Kliniken ferngehalten haben, geimpft haben. An die Gelder in den Impfzentren, die da verbraten wurde, was da Impfungen gekostet haben im Vergleich zu den Praxen. Also da sieht man mal, wo auch dann solche Systeme hinführen, sowohl von was es kostet als auch von Qualität. Gut, Geld, also ist ein Faktor. Jetzt ist es ja so, wenn man da die Experten hört, Geld ist ja ausreichend im System wohl vorhanden, wenn man da auch den europäischen Vergleich zieht. Aber wird es denn richtig verteilt in dem System? Aus meiner Sicht 2 Antworten. Das eine ist schon, und das ist gestern auch gesagt worden, und ich glaube, das sollte man dann auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, zu sagen, dass es in bestimmten Bereichen, eben auch in der hausärztlichen Versorgung jetzt, zusätzliche Mittel, eine zusätzliche Finanzierung braucht, um das System zukunftsfest zu machen. So, und das gilt für viele Bereiche. Wir fordern das jetzt mal für den hausärztlichen Bereich ein, und das ist gestern auch anerkannt worden. Und das Zweite ist natürlich, dass durch eine koordinierte Behandlung, dass der Patient eben nicht wild durchs System flippert und abrufen kann, was immer er jetzt gerade für richtig hält. Ich will das gar nicht angreifen, das passiert ja auch oft aus einer Not heraus, weil er nicht bei der Hand genommen wird. Wir reichen die Hand als Hausärztinnen und Hausärzte, und dann lässt sich natürlich auch in dem System besser umverteilen und bedarfsgerechter Geld verteilen. Das sehen wir auf jeden Fall. Und da haben wir ein Angebot mit der freiwilligen hausarztzentrierten Versorgung, wo wir denken, dass das ja ein total sinnvolles Steuerungselement ist. Ich denke, Geld wird ausgegeben im System. Wir wissen ja, in welchen Ebenen. Da ist der hausärztliche Bereich mit der kleinste Topf. Bedeutet, ich denke schon, dass eine gesteuerte Versorgung natürlich da Ressourcen bergen kann, ohne dass wir einen Qualitätsverlust haben. Also wir denken an unnötige Krankenhausaufenthalte, an unnötige Operationen etc., wo ja doch viel Geld einfach verbraten wird. Und da ist ja die hausarztzentrierte Versorgung doch eine Antwort, wo das System in die Zukunft hingehen kann, oder? Ja, und es wird immer ganz wahnsinnig viel über Prävention geredet, wie wichtig die ist. Wir konnten jetzt in den Verträgen zur hausarztzentrierten Versorgung nachweisen, dass in allen 4 Präventionsfeldern, also primäre Prävention, sekundäre, tertiäre und auch quartäre Prävention, die hausarztzentrierte Versorgung der Regelversorgung überlegen ist, weil einfach viel mehr mit dem Patienten, für die Patienten gearbeitet wird und weil die Prozesse auch strukturiert sind und nicht viel doppelt oder dann gar nicht. Wir haben ja durch dieses Ungeregelte, das muss man ja auch mal sagen, haben wir ja ein System aus frei zwischen Unter- und Überversorgung hinflottierenden Dingen. Also wie gesagt, unwissende Patienten können am Tag 3 unterschiedliche Behandlungen für eine und dieselbe
Diagnose oder Beschwerde erhalten, die sich teilweise beißen und widersprechen. Und der andere Patient, der es dringend nötig hat, kommt an keinen Termin ran und nimmt dadurch Schaden. Also das ist ja, das kennen wir ja alle aus dem Alltag. Und wir können ja, also dieser Satz, ja, das besprechen Sie mal mit Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin. Viele unserer Teams können das schon nicht mehr hören, weil wir da eben auch ein bisschen missbraucht werden. Andererseits ist es aber auch ein Auftrag und ein Vertrauensbeweis, dass es eben nur über uns geht. Und das passt eben genau in dieses Thema Stärkung der ambulanten hausärztlichen Versorgung. Ich denke, das wird in der älter werdenden Bevölkerung immer wichtiger bei auch begrenzten Ressourcen, dass die Funktion des Hausärztes und der Hausärztin nicht nur als Behandler, sondern als Koordinator in der Versorgung einfach einen größeren Stellenwert bekommt. Und ich denke, es ist auch ein großer Verdienst des Hausärzten und Hausärztverbandes, dass wir für die Politik ja Konzepte haben, wie wir uns Versorgung vorstellen. Also wir sagen ja nicht immer nur, das ist blöd und das ist scheiße und das funktioniert nicht, sondern wir haben ja klare Konzepte und Angebote an die Politik, wie eine Versorgung ausschauen soll. Nur dieses Stichwort Happy oder Teampraxis mit erweiterter Delegation. Ich denke, das ist sicher ein Thema, was wir im weiteren Podcast nochmal genauer beleuchten müssen, wo unsere Konzepte da genau liegen. Aber dieses Angebot an die Politik steht und ist, denke ich, wurde auch gut aufgenommen. War das gestern auch so ein bisschen Thema noch, wo geht Versorgung hin? Es ist in einzelnen Sätzen angesprochen worden, aber unser Wunsch und Auftrag, der kam auch explizit von Hausärztinnen und Hausärzteverbandseite, war, dass dieser Dialog und diese Gipfelstrategie auch unbedingt zeitnah fortgesetzt werden muss, dass man da eben auch in die Tiefe der Themen geht. Und was du sagst, ist total richtig. Der Erfolg kommt auch über eigene Konzepte. Und auch da sind wir ja als Verband bundesweit mit den starken Landesverbänden super aufgestellt, wo jeder so seine Ideen hat, umsetzt. Ich sage nur die BHFV-Praxis-App, die ja auch nochmal eine super Innovation für die Versorgung ist, dass hier auch Patienten und Praxen digital zusammenkommen. Und das sind so Konzepte, die in unseren Ländern entwickelt werden und die dann hoffentlich auch bundesweit ausgerollt werden. Ja, dann bleibt mir so noch ein bisschen auf jeden Fall dir zu gratulieren, dir und Nicola. Eure politische Arbeit hat jetzt eben dazu geführt, dass es diesen Krisengipfel gab. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Zeichen ist, auch für unsere Kolleginnen und Kollegen draußen, die ja nach der Wertschätzung der Politik ein bisschen lechzen, weil man ja immer Gefühl hat, dass wir in diesen ganzen Überlegungen gar nicht vorkommen. Das habt ihr jetzt geschafft, dass ein Fokus auf die hausärztliche Versorgung gelegt wurde. Und deswegen dafür, Markus, vielen lieben Dank. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, wir haben interessante Themen mal ein bisschen beleuchten können und wir machen mit der Reihe gern weiter. Ja, tolles Format. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich da gleich bei der Premiere mit dabei sein durfte. Und mein Dank geht ehrlich gesagt draußen allen hausärztlichen Teams. Du hast es mehrfach gesagt, wir sind einfach im Team unterwegs und es muss da noch viel passieren für unsere MFAs. Denen gilt mein Dank. Wir sind nur so erfolgreich, wie die Teams in den Praxen erfolgreich sind. Das war BayernDoc, der Podcast des Bayerischen Hausärzteverbandes. Mehr über den Bayerischen Hausärzteverband auf der Homepage unter www.hausärzte-bayern.de.